Aber ein schwaches Deutschland ist nicht schlecht für andere Mächte, zum Beispiel für die Führungsmacht des Westens, die natürlich lieber ein subalternes Deutschland hat, was keine eigenen Kompetenzen mehr hat, dessen Wirtschaft ja schon abgeworben wird. Also Biden hat es ja schon hingestellt, kommt nach uns, wir haben billige Energie. Deutschland steht vor dem Abgrund. Deutschland ist nicht mehr relevant als Akteur. Also wenn eine Nord Stream Pipeline gesprengt wird und wir jetzt das teure Gas aus den USA importieren, wenn wir zu Beginn des Ukraine-Krieges ein deutsch-französisches Flugzeugprojekt stoppen und die Flieger, die Kampfflugzeuge dreifach überteuert aus den USA kaufen, wenn wir der Ukraine Geld schicken und damit werden amerikanische Waffen gekauft. Also wir finanzieren im Moment klassisch als Vasallenstaat den Aufschwung der USA. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Ja, es liegt ein sehr bewegtes, ereignisreiches Jahr hinter uns. Wir haben hier mittlerweile politische und wirtschaftliche Verhältnisse, die sich im Zuge der multiplen Krisen weiter zugespitzt haben. Wirtschaftlich befinden wir uns mittlerweile in einer technischen Rezession und politisch sehen wir Zustände, die sich in Anbetracht all der Krisen noch verschärft haben und auch geopolitisch haben wir mittlerweile Verhältnisse, die einer Katastrophe gleichen. Und ja, mit meinem heutigen Gast möchte ich über die Ereignisse, die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres zu sprechen kommen. Hierfür begrüße ich den Ökonom, Investor und Buchautor Professor Max Otte. Schönen guten Tag, Herr Otte. Tag, Herr von Witzleben. Ja, Herr Otte, zunächst haben Sie vielen Dank, dass wir hier heute die Möglichkeit haben, bei Ihnen in der Eifel dieses Gespräch hier aufzunehmen. Und ja, wir blicken ja auf ein Jahr zurück, das geprägt war von Ereignissen, die im Rückspiegel der Geschichte wahrscheinlich als katastrophale Fehlentscheidungen in Erinnerung bleiben werden. Wir können anfangen bei der Entscheidung der Bundesregierung zu Beginn des Jahres, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Daraufhin der Atomausstieg am 15. April mit der Abschaltung der letzten Kernkraftwerke in Deutschland. Im Sommer dann die Meldung, dass Deutschland sich tatsächlich in einer Rezession befindet. Und jetzt im Herbst zu guter Letzt auch noch der Ausbruch eines neuen Krieges in Nahost zwischen Palästina und Israel. Also wirklich ein Jahr, das geprägt war von Krisen. Und ja, Herr Otte, zunächst würde mich mal von Ihnen interessieren, wie blicken Sie denn ganz persönlich auf das Jahr 2023 zurück und wie glauben Sie, werden wir dieses Jahr im Rückspiegel der Geschichte in Erinnerung behalten? Im Rückspiegel sind die letzten Jahre im Prinzip seit Covid das Ende einer großen Umbruchsphase auf der Welt, also wirklich das Ende eines Weltsystem-Crashs, wie ich es im Herbst 2019 mein gleichnamigen Buch beschrieben habe. Und das hat sehr, sehr tiefe strukturelle Ursachen. All diese Krisen hängen zusammen. Sie sind jetzt nicht unbedingt kausal zwingend und folgen aufeinander, aber sie hängen alle damit zusammen, dass die Welt sich neu sortiert. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir eine extrem krisenbehaftete Situation. Das war letzten Mal zwischen 1910 und 1945 der Fall. Mhm. Oder sagen wir, es fing um 1900 schon an. Das hat sich aber lange aufgebaut. Das war davor der Fall um 1815, die Jahre davor, Französische Revolution bis Wiener Kongress. Das sind so wirklich Zeiten, wo sich die Architektur der Welt verändert, wo die Zentralmacht vielleicht wechselt, auch vielleicht nochmal sich behauptet, wo aber neue Mächte aufsteigen, wo ein ganz großes Pokerspiel gespielt wird. Und insofern war 2023 nur eine Fortsetzung dieser extrem krisenbehafteten Endphase des ganzen Umbruchs. Also wir hatten nämlich, im Prinzip fing es an mit Covid, also wir können auch sagen, die Finanzkrise war der Auslöser. Man kann noch ein Stück zurückgehen, aber bleiben wir mal bei Covid. Und man lässt es nicht mehr zur Ruhe kommen. Es soll weiter Krisen geben und Krisen werden auch gemacht. Da stehen politische und ökonomische Faktoren hinter, politökonomische Mächte. Das müsste ich in der Tiefe erklären.
Aber als Covid, dieses gigantische Sozialexperiment, also der Harvard-Historiker Neil Ferguson, jetzt lebt er in Stanford, ich habe ihn vor ein paar Wochen auf dem Dinner kennenlernen können, er ist teilweise recht kritisch, aber ist natürlich noch an der großen Universität, er hat gesagt, Covid war die Überreaktion des gesellschaftlichen Immunsystems. Aber diese Überreaktion ist natürlich geplant oder stimuliert worden. Deswegen sage ich, man lässt es nicht zur Ruhe kommen. Also über Covid könnte man viel sagen. Und dann kamen die Spaziergänge, das war vorbei und prompt bricht der Ukraine-Krieg aus. Auch das ein teilweise zu korrigierendes Narrativ. Zwischenzeitlich war ja ganz drastisch, hatte man darauf bestanden, dass es ein Angriffskrieg ist. Und es wurde sogar das Leugnen eines Angriffskriegs zur Straftat. Sagen wir also, es war ein Angriffskrieg, aber dieser Angriffskrieg hat ja eine Vorgeschichte, denn der Krieg fing 2014 an mit vielen, vielen Toten, mit der Bombardierung der eigenen Zivilbevölkerung durch die Ukraine in den abtrünnigen Provinzen und so weiter und so fort. Also Covid vorbei durch einen konzertierten, möchte ich sagen, Aufstand oder dadurch, dass viele mutige Bürger auf die Straße sind und dann kommt dieser Krieg. Anfang 23 war klar, dass dieser Krieg für die Ukraine verloren ist. Das haben viele unabhängige Militärblocker mit guten Gründen auch so gesagt und Experten. Natürlich haben wir davon im Mainstream nichts gehört. Und jetzt, wo er tatsächlich dann in die Schlussphase geht, bricht in Gaza ein neuer, fürchterlicher, schrecklicher Krieg aus, der unendlich viele Menschenleben kostet, zivile Menschenleben, Frauen, Kinder. Und auch dieser Krieg hat seine Vorgeschichte und auch bei diesem Krieg gibt es einiges zu hinterfragen. Das heißt, diese Kriege, die jetzt und die Krisen, die passieren, die sind zum Teil, lässt man sie passieren, zum Teil werden sie geschürt. Und ich zitiere John Maynard Keynes, dass wenn man diese ganzen Kriege und Krisen, schreibt man gerne dem Fanatismus von Atheisten oder von Staatsmännern zu oder irgendwelchen verrückten Wahnsinnigen. Aber wenn man genau hinguckt, dann sind es die zugrunde liegenden Ursachen, die sie über einen langen Zeitraum aufgebaut haben, ökonomischer, demografischer, politischer Natur, die dann irgendwie zum Ausbruch kommen. Wie genau, weiß man vorher meistens nicht. Und jetzt haben wir zumindest drei fürchterliche Ausbrüche, die Covid-Krise, den Ukraine-Krieg und jetzt den Krieg in Gaza. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Wenn Sie jetzt innenpolitisch auf das Jahr 2023 zurückblicken, und ich hatte es gerade schon skizziert, der Atomausstieg war sicherlich einer der Entscheidungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit als historische Fehlentscheidungen in die Geschichtsbücher eingehen werden. Aber wir haben hier auch derzeit einen historischen wirtschaftlichen Niedergang dieses Landes. Seit Sommer befindet sich Deutschland ganz offiziell auch in der technischen Rezession. Darüber hinaus erleben wir den Aufstieg einer sogenannten rechtspopulistischen Partei wie der AfD. Also wenn Sie auf dieses Jahr mal innenpolitisch in Deutschland zurückblicken, was waren denn da für Sie die prägnantesten Entscheidungen und Ereignisse heute? Innenpolitik interessiert natürlich die meisten oder am meisten, aber ich habe extra anders eingeleitet, weil diese Dinge vom Weltsystem bestimmt werden. Also Deutschland ist viel zu klein, wir müssen uns in einem größeren Zusammenhang sehen. Das Problem bei Deutschland ist, man kann es natürlich nicht dümmer machen als die jetzige Regierung, nicht schlimmer für dieses Land als diese jetzige Regierung. Das ist hanebüchen, aber wenn ich das in einer politökonomischen Logik sehe, dann erfüllt es seinen Zweck für andere Akteure. Dann ist es für Deutschland schlecht, für die deutsche Bevölkerung schlecht. Aber ein schwaches Deutschland ist nicht schlecht für andere Mächte. Zum Beispiel für die Führungsmacht des Westens, die natürlich lieber ein subalternes Deutschland hat, was keine eigenen Kompetenzen mehr hat, dessen Wirtschaft ja schon abgeworben wird. Also Biden hat es ja schon hingestellt, kommt nach uns, wir haben billige Energie. Deutschland steht vor dem Abgrund. Deutschland ist nicht mehr relevant als Akteur. Und ich schaue gar nicht mehr so viel hin, muss ich sagen. Ich bin in diesem Land, ich bin ja auch amerikanischer Staatsbürger seit mittlerweile über 20 Jahren.
ich fühle mich beiden Ländern verbunden, aber ich bin natürlich von der Sozialisation und vom Denken und Fühlen her Deutscher. Bleibe hier, bin hier. Ich habe heute noch gehört, das wird ganz brenzlig. Dann werden Leute, die Geld haben, so wie Otte, weggehen. Mache ich nicht. Ich bin hier, ich bleibe hier. Ich habe meine Familie hier, ich habe meine Kinder hier. Es kann einen überall treffen. Ja. Es gibt ja auch einen Blogger, der sagt immer, kommt nach Neuseeland. Also, mag ja sein, aber vielleicht trifft es Neuseeland genauso. Wir müssen diese Krise lösen und jeder an seinem Platz. Deswegen verschwinde ich nicht. Und Deutschland ist, es ist ein Trauerspiel und man mag es sich gar nicht anschauen. Also, es gäbe so viele Möglichkeiten, da was zu ändern. Aber im Moment ist es, um dieses anstößige Wort zu verwenden, fremdbestimmt auf dem Weg in den Abgrund. Und ob die Fremdbestimmung jetzt durch politische Mächte sind, durch Fremde oder durch Lobbys, durch spezielle Interessengruppen, wie auch immer, das kann ja dahingestellt bleiben. Aber es ist völlig klar, dass diese Regierung keine Politik für die deutsche Bevölkerung oder, wie es im Grundgesetz noch steht, das deutsche Volk macht. Ja, und wenn wir jetzt über ein ganz aktuelles Ereignis zu sprechen kommen, nämlich den sogenannten Haushaltskompromiss für das Jahr 2024, da stand die Ampel kurz vor dem Zusammenbruch und konnte sich in letzter Minute doch noch einigen. Jetzt soll der CO2-Preis ansteigen und im Zuge dessen wird Sprit, wird Strom für die Bürger teurer werden. Das heißt, wir erleben jetzt hier gerade, dass wir mitten in der Rezession eine Steuererhöhung erleben. Das war damals auch das Rezept von Wolfgang Schäuble in der Griechenland-Krise. Droht uns jetzt im Zuge dessen hier ein griechisches Schicksal in Deutschland? Ja, wenn Sie mit griechischem Schicksal Jugendarbeitslosigkeit, Abstieg, Verarmung der Mittelschicht meinen, das haben wir ja schon. Wenn auch noch. Und zwar das noch nicht in dem Ausmaß. Natürlich nicht, aber ja, das wird natürlich jetzt verschärft. Und da darf ich nochmal auf besagten Weltsystemcrash zurückkommen, weil dieser Weltsystemcrash hat nichts mit einem Börsencrash zu tun. Die Finanzmärkte müssen nicht crashen in den nächsten Monaten und Jahren. Wir sind an so einem Kipppunkt im Weltsystem. Und wir haben seit Ende der 70er liberalisiert, ein fürchterliches Wort. Wir haben einfach Gesetze abgebaut. Das ist manchmal gut und manchmal schlecht. Gesetze haben ja auch ihren Zweck. Wir haben sie wahllos abgebaut, wir haben die starken Player geschwächt. Und im Buch sage ich, es wird kein Crash der Finanzmärkte sein, wahrscheinlich, sondern wir werden anders dafür bezahlen. Durch versteckte Abgaben, durch Steuern, durch Gebühren, durch Gesetze. Und genau das passiert jetzt, dass also die Steuerschraube, die Gebührenschraube, was auch immer, sich immer enger um die noch zahlenden Bürger zieht. Also wir haben ja nur in Deutschland ungefähr 14 Millionen Nettozahler von über 80 Millionen Bevölkerung. Das ist ja unglaublich, aber es ist so. Und im Prinzip ist das ein sowohl sozial und gesellschaftlich als auch wirtschaftlich ein Rezept für die Katastrophe. Das sieht jemand von hohem Range ganz anders, nämlich Joachim Nagel, der Bundesbankpräsident, hat jetzt kürzlich in einem Interview gesagt, ich zitiere ihn einmal, ab Beginn des Jahres 2024 dürfte die deutsche Wirtschaft wieder auf einen Expansionspfad einschwenken und nach und nach wieder Fahrt aufnehmen. Wie kommt er auf diesen Optimismus? Das weiß ich nicht. Und ich habe auch das war 2010 oder 2011 einen langen Aufsatz im Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte geschrieben, warum Wirtschaftsprognosen fast immer falsch sind und fast immer zu optimistisch. Das könnte ich erklären. Mm-hmm. Dieses ganze Geplauder sollte man ganz weit abschreiben. Das kann passieren, das kann auch nicht. Auch in meinem Investmenthandwerk mache ich keine direkten Zukunftsprognosen, sondern ich gucke, was sind gute Aktien, gute Unternehmen, worauf kann man langfristig setzen und warte auf einen halbwegs günstigen Einstieg. Aber jetzt das nächste Halbjahr oder Jahr zu prognostizieren, ist viel vergebliche Liebesmühe. Das Problem ist ja nicht nur, dass es dann mal wieder hochgeht von den gemessenen Zahlen. Man kann ja auch die Zahlen im Bruttoinlandsprodukt hinterfragen, sondern dass die Kapazitäten in Deutschland abgebaut werden, die Kernkraft abgebaut, die Patente gehen alle zu Private Equity nach Amerika, die Hightech-Kapazitäten werden abgebaut. Wir werden von einem Hochtechnologieland immer mehr zu einer Werkbank und zu einem angeschlossenen Territorium des westlichen Wirtschaftsraums. Und unsere eigenen Kapazitäten, die verschwinden. Und da gab es eigentlich den großen Friedrich List, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesagt hat, es kommt nicht so sehr auf das jetzige Wirtschaftswachstum an, sondern auf das System der Produktivkräfte.
Deutschland als ressourcenarmes Land hat Wissenschaft, da waren wir weltweit die Besten und führend vor nur 100 Jahren. Also Wissenschaft, Infrastruktur, Technik, Bildung, Rechtssicherheit. Wenn das da ist, dann geht es der Wirtschaft gut. Wenn das nicht da ist, können wir einpacken. Ja, und da müssen wir auch zwangsweise uns mit der Politik der Ampelkoalition beschäftigen, denn nach einer neuen Umfrage sind jetzt 72% der Bürger in diesem Land mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Zu Beginn dieser Woche, haben Sie sicherlich auch mitbekommen, kam es jetzt in Berlin zu großen Bauernprotesten. Deswegen meine Frage an Sie, wie schätzen Sie denn die Arbeit dieser Ampelkoalition ein und könnte sie aufgrund der sich zuspitzenden Krisenlage womöglich bald auflösen oder es zu Neuwahlen kommen? Wie schätzen Sie das ein, Herr Otte? Na, man klammert sich ja an die Macht und das ist ja auch die einzige Option dieser Figuren, die dort agieren. Also ich meine, ich möchte gar nicht über diese Figuren reden, weil das schon fast der Gedanke daran regt schon auf und ist eigentlich unter unser beider Niveau. Also das ist wirklich erbärmlich, was da vorfällt gegen Deutschland. Und aber das kann sehr gut sein, dass die sich durcheiern bis zum Ende. Und nehmen wir mal an, die SPD würde durch die CDU ausgetauscht, es gäbe Geheimverhandlungen, dann würde sich auch nichts ändern. Und das Problem ist, dass die Menschen eben jetzt die CDU in den Umfragen zumindest sehr viel höher einschätzen, weil sie eben wieder Oppositionspartei ist. Aber die CDU ist sehr nah dran an der Ampel und würde fast alles mitmachen. Von daher, selbst wenn die Ampel zerbräche, würde sich an der Politik wahrscheinlich nichts ändern. Also haben Sie auch keine Hoffnung in Ihre alte Liebe in die CDU? Die hat ja auch keine Hoffnung in mich, wenn ich das so sagen darf. Ich wollte ja dabei bleiben, ja. Als kritischer Geist. Ja. Es gab ja dann nach meiner Kandidatur ein Parteiausschlussverfahren und ich habe mich erstinstanzlich gewehrt. So Parteigerichte sind natürlich sehr frei in der Gerichtsprechung. Dann hätte ich vom Kreisparteigericht zum Landesparteigericht gehen können, dann zum Bundesparteigericht, dann zum Zivilgericht. Und das war mir zu zeitaufwendig. Also ich habe meine Argumente vorgebracht. Ich glaube immer noch, es gibt keine stichhaltigen Argumente für einen Ausschluss, aber ein solches Gericht kann sehr viel entscheiden. Das heißt, keinerlei Hoffnung in die CDU. Was gibt Ihnen denn ansonsten Hoffnung? Jetzt haben wir ja auch die Parteigründung von Sarah Wagenknecht gesehen, die laut Umfragen um die 15 bis zum Teil 20% ausmachen könnte. Jetzt wartet noch eine weitere Partei um Maaßen und Markus Krall auf. Also ist das etwas, eine Entwicklung, wo Sie zumindest sagen würde, da kann man drauf aufbauen, das gibt einem irgendwie Hoffnung in dieser dunklen Zeit? Also erstmal, warum muss man Hoffnung haben? Ich denke an meinen philosophischen Leitstern Oswald Spengler, der einer seiner Sprüche ist, Optimismus ist Feigheit vor der Wirklichkeit. Also Wirklichkeit ist ziemlich düster. Ich komme nachher noch auf ein paar Hoffnungspunkte. Aber fangen wir mal mit, ich kenne ja all die Akteure, die jetzt neu oder fast alle, die neue Parteien gründen. Sehr, sehr gut. Ja. Und bei Sarah Wagenknecht hat mich dieser sehr defensive Aufschlag in der Tat ein bisschen enttäuscht. Also sie hat ja wirklich auch einen Nimbus gehabt von parteiübergreifender Vernunft, von links kommend. Und es ist schade, dass sie den nicht weiter ausgebaut hat, sondern eher diesen Staat kleiner gemacht hat. Also wieder links zu verkleinern, also dann eigentlich nur Leute aus der Linkspartei, auch ein paar von ganz links. Und das andere ist, dass es doch sehr viel besser für sie wäre, auf diesen übergreifenden Nimbus der Vernunft zu setzen. Und sie hat aber dann als Hauptargument gebracht, sie wolle eine seriöse Alternative zur AfD bieten. Und sich von der größten und gewachsenen Oppositionspartei, der CDU ist größer, aber die CDU war lange in der Regierung, also echten Oppositionspartei, abzugrenzen, ist eigentlich kein sehr gutes Programm. Und dasselbe gilt dann natürlich auch für die Personalbesetzung des Bündnisses. Da hätten auch Köpfe reingehört, die jetzt ein bisschen parteiübergreifender gewesen wären. Das ist alles nicht passiert. Und natürlich schreibt die Presse Sarah Wagenknecht hoch auf 15% und so weiter. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn sie reinkommt mit 6-7%. Das halte ich auch für möglich. Dann würde die alte Linke rausfliegen. Wir hatten eine neue Linke um Sarah Wagenknecht, was sicherlich der Bereinigung der Parteienlandschaft gut tun würde. Und das wäre es dann.
Zu den anderen Parteien muss ich sagen, auch die definieren sich negativ zur AfD. Und wenn sich alle Neugründungen negativ zur AfD definieren, also die Basis ist jetzt ja schon eine Weile her, auch bei der Basis war ich sehr skeptisch. Denn da sind auch gute Leute drin, aber ich weiß, dass einer der Protagonisten, kein Politiker, ganz naiv gedacht hat, bekannter Mann, wir kennen ihn alle, ich sage den Namen jetzt nicht, ja, wir kriegen dann vielleicht beim ersten Mal 10% oder so. Und was war es dann? 1 oder 2%. Das nimmt einfach Kräfte, das bindet Kräfte, das ist klein, klein. Also selbst bei der Basis habe ich das schon als ziemlich chancenlos angesehen. Sarah Wagenknecht hat Chancen, wenn auch mit einem reduzierten Ansatz. Und die anderen beiden definieren sich, oder das, was da noch am Start ist, definiert sich auch negativ. Nämlich, die sagen, es gibt viele CDU-Wähler, die die AfD nicht wählen wollen oder können, aber wenn wir ihnen eine Alternative bieten, dann wählen sie die. Das halte ich für absolutes Wunschdenken. Die werden keinerlei Raum bekommen medial. Eine neue Partei braucht auch 2 Legislaturperioden, um sich zu festigen. Also ich halte diese weiteren Versuche, noch eine bürgerliche Kraft zu etablieren, für leider kontraproduktiv und kräftezehrend. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, der Aufstieg der AfD war jetzt auch dieses Jahr, beziehungsweise wenn das Interview dann rauskommt, im letzten Jahr 2023 ein Thema, das die Bürger in diesem Land beschäftigt hat. Nach Umfragen ist sie auch weiterhin die zweitstärkste Partei in Deutschland, direkt gefolgt von der CDU, die aktuell auf knapp 32% kommt. So viel wie aktuell die ganze Ampel zusammen. In Ostdeutschland, in Pirna, stellt die AfD jetzt auch den ersten Oberbürgermeister. Ich habe auch schon gratuliert. Sie haben schon gratuliert, ja. Das heißt, glauben Sie, dass sich dieser Trend fortsetzen wird? Es ist ja die einzige effektive Oppositionspartei. Gut, eine neue Linkspartei wäre auch eine andere Art von Opposition. Das gäbe es auch, aber alle anderen sind doch sehr dicht beieinander. Also es wird ja auch ab und zu das Bildnis von den oder der Vergleich mit den Blockparteien der DDR gewählt. Da ist was dran. Also man muss es nicht so drastisch ausdrücken, aber so viel ist zwischen CDU und Grünen nicht. Und natürlich ist diese merken immer mehr, dass da eine seriöse Oppositionspartei entstanden ist. Die AfD ist auch nicht marktlibertär und marktliberal, sondern sie hat sich doch sehr stark auf die soziale Marktwirtschaft besonnen. Da gab es auch durchaus Kämpfe in der Partei. Ein paar der libertären Protagonisten haben die Partei verlassen. Ganz unbeteiligt war ich daran nicht, auch die Partei in Richtung soziale Marktwirtschaft zu führen. Und soziale Marktwirtschaft, demokratischer Sozialismus, das ist ein Unterschied in nicht vom Prinzip her, sondern nur von der Größenordnung her. Aber dass wir ein starkes soziales Element in Deutschland hatten, wenn es richtig gemacht wird, brauchen wir das auch. Das ist klar, die AfD hat sich dahin bewegt, die AfD hat sich als Friedenspartei etabliert, als Partei, die als einzige von deutschen Interessen spricht, was extrem wichtig ist, was aber ein absolutes Tabuthema ist. Denn darüber habe ich übrigens meine Doktorarbeit geschrieben, die deutschen Interessen wurden auch in der alten Bundesrepublik stiefmütterlich behandelt. Da wurde nicht drüber gesprochen, es sei denn in Verbindung mit NATO und EU und europäischer Einigung. Das wurde gleich in einem Doppelsatz, dass NATO, Europäische Union, Europäische Einigung Folgen aus den richtig definierten deutschen Interessen sind. Aber dass ich mich erstmal mit den deutschen Interessen beschäftigen muss, das ist in der ganzen Bundesrepublik nicht der Fall gewesen. Und jetzt wird dieses Kästchen wieder aufgemacht und jetzt kann man wieder darüber nachdenken oder es wird zumindest in der AfD darüber nachgedacht und deswegen gibt es auch da extremen Gegenwind, weil dann natürlich auch kritische Fragen kommen zu den diversen Kriegen. Wie weit soll Deutschland sich engagieren? Sind wir Vasallen? Machen wir alles das, was die Führungsmacht macht? Wo haben wir eigene Positionen? Und das alles führt dazu, dass ein unglaublicher Druck auf der AfD lastet und natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit durchaus oder das Risiko hoch ist, dass sie verboten wird, obwohl es keinen Grund gibt, sie zu verbieten. Denn es ist die einzige Kraft, die im Moment was verändern kann. Und da muss man sich ja auch vor Augen führen, wenn man so eine Partei verbietet, dann wird man aktuell rund ein Viertel der Bevölkerung mal eben kurzerhand als rechtsextrem definieren. Aber Herr Hotte, lassen Sie uns noch über ein
wie soll man sagen, ein etwas positiveres Ereignis kommen, denn es gibt tatsächlich wieder positive Aussichten, zumindest was die US-Wirtschaft angeht. Die hat schon in den Sommermonaten zugelegt. Das BIP ist um fast 5% gewachsen. Die Zinsen wurden jetzt von der Federal Reserve zum zweiten Mal in Folge nicht erhöht. Auch die Inflation ist stark gesunken auf 3,1% jetzt im November. Also man sieht, in den USA geht es wirtschaftlich zumindest wieder bergauf. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass wir das Schlimmste womöglich schon hinter uns gebracht haben? Ja, das Schlimmste ist der Atomkrieg und das ist nicht ganz auszuschließen, wenn man sieht, was im Nahen Osten an Risiken lagert. Aber gesellschaftlich ist die USA noch zerrütteter als Deutschland. Man will es kaum glauben, aber wenn man die Zeltstädte sieht und so weiter, die Lebenserwartung sinkt seit einigen Jahren wieder durch die Opioidkrise, also diese billigen, massenhaft produzierten Rauschmittel. Die USA ist gesellschaftlich auf dem letzten Loch. Aber natürlich, die Wirtschaft geht nach oben, weil Deutschland den Krieg bezahlt. Also wenn eine Nord Stream Pipeline gesprengt wird und wir jetzt das teure Gas aus den USA importieren, wenn wir zu Beginn des Ukraine-Krieges ein deutsch-französisches Flugzeugprojekt stoppen und die Flieger, die Kampfflugzeuge dreifach überteuert aus den USA kaufen, wenn wir der Ukraine Geld schicken und damit werden amerikanische Waffen gekauft. Also wir finanzieren im Moment klassisch als Vasallenstaat den Aufschwung der USA. Jetzt hatten Sie in meinem letzten Interview gesagt, dass wir uns jetzt in der Krise befinden, aber nicht nur in der Krise, sondern dass das, was wir jetzt gerade erleben, das ist, was Sie damals einen Weltsystemcrash genannt haben im Herbst 2019 mit der Veröffentlichung Ihres Buches. Ich muss jetzt dem mal entgegenhalten, wenn dem wirklich so sein sollte. Das hatten Sie auch übrigens in dem Interview, was wir vor fast auf den Tag, genau, ich habe noch mal nachgeschaut, schon mal geführt haben bei mir, bestätigt damals und jetzt ein Jahr später laufe ich durch Köln und die Restaurants sind prall gefüllt, die Straßen sind voll mit scheinbar gut gelaunten Leuten, das Weihnachtsgeschäft boomt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir diesen Weltsystem-Crash ein wenig anders vorgestellt, Herr Otte. Na gut, also wir nochmal international sind ja viele Krisen, Kriege und so weiter. Da sieht man schon, dass das Weltsystem crasht und sich neu sortiert. Da sind ja Hunderttausende von Toten und das ist schon schrecklich, was da passiert. Hier würde ich das auf mehrere Faktoren zurückführen. Einmal wird mehr kurzfristig ausgegeben, weil die Leute nicht wissen, was in 5 Jahren ist. In so unsicheren Zeiten sagt man, dann lebe ich lieber jetzt. Übrigens ein Phänomen, was ich schon seit 10 Jahren beobachte. Also wir bauen die Substanz ab, wir investieren weniger in die Zukunft, wir konsumieren jetzt. Ich zuerst und jetzt zuerst. Das andere ist die Spaltung der Gesellschaft. Sprich, wir haben oben natürlich viele Leute, die viel Geld haben. Wir haben in der Mitte immer weniger und wir haben unten immer mehr. So, und die Leute, die Geld haben, die geben es jetzt auch aus. Also von daher widerspricht sich das für mich nicht. Aber dennoch, wenn ich da jetzt nochmal nachhaken darf, ist ja die Stimmung in der Bevölkerung doch noch nicht so schlecht. Also woran machen Sie das jetzt konkret fest, wenn wir uns einmal die Situation jetzt in Deutschland anschauen? Dann ist sie ja natürlich nicht gut. Wir sind weit davon entfernt, um zu sagen, dass wir hier in wirtschaftlich stabilen Zeiten leben. Dennoch, wie gesagt, es ist ein, ich sag mal, subjektiver Eindruck, der auch in Gesprächen mit Freunden immer wieder geteilt wird. Uns geht es doch gut. Alle haben ihre Arbeit, alle haben ihr Erspartes. Man kann sich immer noch den Urlaub im Winter und im Sommer leisten. Nein, das ist bei weitem nicht. Alle haben ihre Arbeit, alle haben erspart. Im Gegenteil, also immer weniger Menschen in Deutschland haben Erspartes. Viele leben von der Hand in den Mund. Etliche haben keine Arbeit mehr. Das Bürgergeld ist attraktiver als das Arbeiten oftmals. Das stimmt ja alles nicht. Also da sind viele, die außen. Aber es sind eben noch genug, die so situiert sind. Aber wenn ich auf das Stimmungsbild schaue, dann wüsste ich unter Umständen nicht, was morgen passiert. Das ist auch nicht das, was ich tue, sondern ich gucke auf die Ursachen. Und unsere Wirtschaft ist längst über der Klippe oder über die Klippe hinausgerutscht und steht vor dem Absturz, weil die Atomkraft weg ist, die Autoindustrie kriselt. Und das ist unsere Schlüsselindustrie und dann wird es wirklich düster. Viele
Produktionsbetriebe haben jetzt schon dicht gemacht. Zanders, Feinpapier in Bergisch Gladbach, dann weg. Die Einmachgläser, andere Traditionsbetriebe, die gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren schon wieder dicht gemacht haben. Also das kommt schon noch, dass es Deutschland nicht gut gehen wird. Und darüber hinaus haben wir auch noch mit der Ukraine immer noch ein Land, das sich hier im Krieg befindet. Und es wird jetzt ja auch schon angekündigt im Zuge des neuen Haushaltes für das nächste Jahr, dass auch ein Teil davon in die Ukraine fließen wird. Aktuell sind wir bei 8 Milliarden, die angekündigt worden sind. Wahrscheinlich werden es noch mehr werden. Das wurde auch schon so angekündigt. Das geht mit einer vermehrten Kriegsrhetorik einher. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, meinte jetzt kürzlich in einem Interview, dass Deutschland sich auf einen Verteidigungskrieg vorbereiten müsste. Auch Boris Pistorius, das ist uns allen, haben Sie sicherlich auch mitbekommen, meinte in einem Interview, Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden. Also was sind das hier für Zeiten, auf die wir uns hier mittlerweile einstellen müssen? Naja, da könnte ich dann auch George Friedman 2015 in Belgrad zitieren, wo er gesagt hat, als für Deutsche ist es absolut wichtig und richtig, dass sie sich mit Russland verstehen. Aber aus amerikanischer Perspektive ist es absolut folgerichtig, wenn ich sage, und das war kurz nach Maidan, liebe Deutsche, sattelt die Pferde und auf nach Osten. Das hat er wirklich so gesagt, ein amerikanischer Chefstratege, der jetzt nicht direkt für die Regierung arbeitet. Also dieses Spalten, die Kriegsrhetorik hat ja nicht dieses Jahr angefangen. Nee. Er hat ja sofort mit dem Ukraine-Krieg angefangen. Sie wurde medial vorbereitet mit Russland-Kritik. Sie haben ja mal für RT gearbeitet. Ich habe früher auch ein paar Mal Interviews RT gegeben. Das Russia Today, das war, musste immer genau schauen, dass ich das nicht zu viel machte, dass man mir dann auch nicht aufs Butterbrot schmierte. Also deswegen musste man sich da auch zurückhalten. Ja. Also diese Feindesstimmung, die große russisch-deutsche Aussöhnung, deutsch-russische Aussöhnung, das war ein großes Werk nach dem Krieg, viel wichtiger als die deutsch-amerikanische Aussöhnung, weil der Krieg 13 Millionen plus Tote in Russland verursacht hat, auch vor allem Zivilbevölkerung. Und ich glaube, 300.000 oder 400.000 Amerikaner oder auch 200.000, bin die Zahlen nicht genau im Kopf. Also dieser Krieg, der von Deutschland aus gegen Russland viel mehr getroffen hat. Und diese Aussöhnung, die war doch ein riesengroßes Werk. Und das wissen aber auch viele Menschen in Osteuropa. Aber all diese Dinge können natürlich eskalieren. Und Spannungen zwischen Deutschland und Russland, Krieg, kriegsähnliche Zustände, eine kriegsähnliche Emotion, nützt natürlich denjenigen, die die jetzige Politik betreiben. Jetzt wurde ja schon angekündigt, dass die Schuldenbremse auch im nächsten Jahr wieder ausgesetzt werden könnte, falls die Ukraine weitere Milliardenhilfen benötigen sollte. Mhm. Gleichzeitig ist jetzt die Stimmung aber so langsam am Kippen. Es kommt auch hier mittlerweile in den Mainstream-Medien an, dass die Ukraine diesen Krieg auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann. Was ich seit Anfang des Jahres twittere, ich bin auch kein Militärexperte, aber man konnte sich das anhand verschiedener Expertenmeinungen eigentlich sehr gut ausrechnen. Es gibt jetzt auch zahlreiche westliche Militärexperten, die davon ausgehen, dass die Ukraine wahrscheinlich im nächsten Jahr militärisch besiegt werden kann. Aber um auf meine Frage zu kommen, inwiefern glauben Sie denn, dass die Bevölkerung diesen Kurs der Regierung mit der Maxime zur Unterstützung der Ukraine, bis diese diesen Krieg gewonnen hat. Wie lange wird das noch zu rechtfertigen sein? Wie lange lässt sich dieses Narrativ noch am Leben halten, Herr Otte? Es muss nicht gerechtfertigt werden. Es wird einfach gemacht. Fakten. Und deswegen sage ich, selbst wenn die AfD nicht verboten wird, die Gefahr ist relativ groß, ich kann sie jetzt nicht einschätzen, und eine große Partei werden würde, dann würden sich wahrscheinlich alle anderen zusammenschließen, um diese Politik fortzusetzen. Denn, wie gesagt, es gibt viele Interessen, die die Politik steuern, nur nicht der Wähler in Deutschland aktuell. Das heißt, Sie sehen das sehr düster, was die... Naja, also es kann ja schon Erschöpfung eintreten, dieser Krieg kann einfrieren in der Ukraine. Wir haben jetzt Gaza, was natürlich für die Amerikaner nochmal eine höhere Priorität hat. Israel ist natürlich auch dort Teil der Staatsräson, wenn man das so sagen darf, aus anderen Gründen. In Deutschland ist es ja ein offizieller Satz, Israel ist Teil unserer Staatsräson. Also wenn das in der Ukraine einfriert, aber das, was dann passiert und was dieser Krieg leider schon geschaffen hat, ist dieser neue Keil in Europa,
der bewusst installiert wurde und diese Finanzmittel an die Ukraine, da wurde zum ersten Mal 2014 im Zuge von Euromaidan getrickst, also nämlich der Internationale Währungsfonds, ich habe das damals auch verfolgt, der Ukraine einen Kredit gegeben hat und normalerweise darf der IWF nicht in solchen Krisensituationen Kredite geben. Da wurde einfach die Statuten geändert, aber die Rumpf- oder Rest-Ukraine, dieser Staat ist so nicht lebensfähig. Also es wird sich dann vielleicht irgendwas etablieren. Wir werden sehen, was da passiert. Aber die neuen Spaltungen, die weitere ökonomische Trennung, die ja Russland überhaupt nicht geschadet hat, die Wirtschaft boomt ja dort, die Mitgliedschaft von Finnland in der NATO und so weiter und so fort, das ist natürlich verheerend. Aber auch das habe ich in 1998 Weltsystemcrash vorhergesagt. Es bildet sich ein neuer westlicher Block, sehr viel isolierter und sehr viel geschlossener, sprich die Verbündeten folgen der USA sehr viel enger als vor einigen Jahren noch. Also wir haben diesen Block und wir haben weitere Blocks und genau das passiert und das ist nicht sehr schön. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Ja, und das ist auch ein gutes Thema, um das Gespräch hier zum Abschluss noch mal ein wenig zu weiten. Die geopolitischen Aussichten stehen ja wirklich schlecht. Also wenn wir uns mit der Situation jetzt im Nahen Osten befassen und den dortigen Ereignissen rund um den Israel- und Palästina-Krieg, muss man ja resümieren, da ist ein neues Pulverfass entstanden. Das hat mal mindestens die Auswirkungen für einen möglichen dritten Weltkrieg. Herr Otte, wie erklären Sie sich denn, dass es da unten jetzt so weit kommen konnte? Ich meine, es war ja schon immer eine Region, die nur so vor Konflikten gelebt hat. Aber jetzt dieser Krieg, wie ordnen Sie ihn ein in das gesamtgeopolitische Geflecht? Wie sehen Sie das? Ja, da müsste ich jetzt nochmal von vorne anfangen, weil es eine sehr weite Geschichte ist. Es ist Teil dieses Weltsystemcrashs, dieser Umordnung der Welt. Wir haben diese enge Achse Israel, USA, Deutschland, Europa. Da unten ist die sogenannte geopolitische Ellipse, also in diesem Bereich Nahe Osten bis rauf Ukraine, Türkei, Kasachstan, Aserbaidschan, so weiter, sind 80% der Erdöl- und Erdgasreserven der Welt. Also für die Amerikaner auch eine sehr wichtige Region, die da unbedingt ihre Dominanz beherrschen wollen. Im Roten Meer sieht es ja schon nicht mehr so gut aus. Da kann alles passieren. Dass es jetzt ausgebrochen ist, sind zumindest ein paar Sachen auffällig. Nicht das, was Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesagt hat. Die hat nämlich gesagt, der Angriff der Hamas war am 7. Oktober und das ist Putins Geburtstag. Und das war kein Zufall, hat Frau Strack-Zimmermann gesagt. Und ich meine, das ist natürlich Hanebüchen. Aber trotzdem sind einige Dinge auffällig. Auffällig ist, dass Netanyahu riesige Schwierigkeiten zu Hause hat, dass er auch eine sehr korrupte Regierung hat. Das kann man durchaus so sagen. Und dass er quasi als Wabonk-Spieler jetzt ganz aggressiv vielleicht die Palästina-Frage ein für alle Mal lösen will auf seine Weise. Schrecklich und brutal, aber er möchte sie lösen und hat damit sicher auch Zeit erkauft. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, wieso konnte der israelische Geheimdienst, der beste in der Welt, nicht sehen, dass dieser Grenzzaun durchbrochen wird? Ich habe mich dazu mehrfach geäußert. Also das werden die Historiker sehen. Auch da sind Kräfte im Hintergrund, die diese Sache unter Umständen befördert haben. Aber die Risiken sind natürlich enorm. Und das Beste wäre, wenn auch da Vernunft einkehren würde. Ich meine, man sieht, dass Saudi-Arabien, Russland, die BRICS-Staaten da eine sehr moderierende Rolle spielen und dass eben die USA nicht mehr über die Dominanz verfügt, wie vielleicht noch vor 5 oder 6 Jahren. Dass es also jetzt auch sehr riskant wird. Also vielleicht ist es in Abwandlung eine Art Kuba-Krise, aber mit einer heißen Phase, wo aber dann doch die Konfliktparteien wieder voneinander lassen können. Aber das ist völlig unabsehbar, was da passiert. Ja, es entsteht derzeit vor unseren Augen eine
multipolare Welt. Wir haben ja jetzt auch im Januar den Beitritt von 6 weiteren Staaten zur BRICS-Fraktion, die sich da noch mit ausweitet, dann auf insgesamt 11 Staaten. Ist dann denn das etwas, das Entstehen dieser multipolaren Welt, weg von der unipolaren Weltordnung, wie wir sie die letzten, ja, wie viele Jahre sind es? Ich zitiere nochmal Seite 398, Weltsystemcrash. Ja. Die multipolare Welt war für mich ein relativ unwahrscheinliches Szenario. Da wäre Europa ein eigenständiger Akteur. Ich habe da von einem neuen Kalten Krieg, einer neuen bipolaren Welt gesprochen. Ein europäisch-amerikanisch-westlicher Block, ein chinesischer Block und dann noch ein paar Mächte, die nicht den Supermachtstatus haben, aber eigenständige Mächte sind, Russland, Iran, Saudi-Arabien, Indien, das sind so Mächte zweiten Ranges, die sich nicht ganz einordnen lassen, die vielleicht mehr in die eine oder andere Richtung tendieren. Aber im Grundsatz haben wir eine neue bipolare Welt mit ein paar Unterzentren. Mm-hmm. Und diese Transition, wenn wir die hinbekommen, wenn also die mäßigenden Kräfte sich durchsetzen, was ich hoffe, was auch immer mal wieder, wo es auch tatsächlich mal wieder Hoffnungsschimmer gibt. In der Ukraine gibt es das trotz aller Kriegsrhetorik, ist das Ding nicht so weit eskaliert, dass es zum Schlimmsten gekommen ist. Und auch in Israel gibt es diese Ansatzpunkte und im Gaza. Und von daher sollte man sowieso die Hoffnung nicht aufgeben. Ich zitiere Martin Luther, wenn morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das muss die Haltung sein. Herr Otte, vielleicht zum Abschluss ein Ausblick auf das Jahr 2024. Wie blicken Sie denn jetzt auf dieses Jahr? Sind Sie da optimistisch gestimmt zum einen und zum anderen? Wo glauben Sie, werden die entscheidenden Schlachten ausgetragen? Wird es der Krieg in der Ost sein? Wird es die Ukraine sein? Wird es womöglich eine neue Krise, eine Bankenkrise sein, die Sie auch schon vorhergesehen haben? Also was glauben Sie, was kommt da auf uns zu jetzt in diesem Jahr? Das weiß ich nicht. Es bewegt sich ja alles. Es hängt alles zusammen. Ich habe das eingangs erzählt im Rahmen dieser großen Umordnung der Welt, wie sich jetzt Israel, wie sich Ukraine entwickelt, ob es eine Bankenkrise ist, weiß ich nicht. Ich gehe gelassen und neugierig in das Jahr und schaue dann, wie sich dieser gewaltige Druck, also diese zugrunde liegenden Ursachen, die wir haben, die auch Ursachen der jetzigen Krise sind, wie sich die fortsetzen, wo wir das stoppen und wann wir dann in einem neuen Gleichgewicht angekommen sind. Herr Otte, mit diesen Worten bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für dieses wirklich sehr spannende Gespräch und wünsche Ihnen jetzt wirklich von Herzen alles Gute, kommen Sie gut ins neue Jahr und alle besten Wünsche für 2024. Danke, das wünsche ich Ihnen auch, allen Zuschauern auch und bis zum nächsten Mal. Ja, und auch an euch, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr mich dieses Jahr so fleißig unterstützt habt, auf welchem Wege auch immer. Ich wünsche euch jetzt ein gutes neues Jahr. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen und auf viele weitere spannende Gespräche hier auf meinem Kanal. Ciao.